Hallo und herzlich willkommen. Das ist das Ophion von der Firma Regentec. Ein Mini-ITX-Gehäuse. Ist etwas größer als ein eigentliches ITX-Case. Ich hatte das gleiche Case schon mal gehabt in der Evo-Version, also das Ophion Evo. Das ist dann etwas höher, 3 cm in etwa. Und da hatte ich eine 240 I/O verbaut und eine 57er XT. Hier soll nur ein ITX-Board rein, Netzteil und keine Grafikeinheit, sondern wirklich nur die APU in der CPU. Das Gehäuse brauche ich nicht wirklich groß vorstellen. Das ist schon sehr lange auf dem Markt und aktuell noch gelistet in verschiedenen Shops für 109 Euro. Ich habe es im Angebot bekommen bei Case King für 54 Euro und habe ich davor zugeschlagen, weil das ist ein Preis, der ist unschlagbar. Also lohnt sich definitiv. Glas auf beiden Seiten, so. Schaufelter magnetisch, braucht man nicht wirklich viel sagen. Ich bereite das erstmal vor, weil da muss das Mehrmotor noch rein. Und da war sie weg, die erste Schraube. Das Glas packe ich beiseite. Anleitung, Dichtungsbänder hier, die kommen am Glas ran oder hier an dem Rahmen ran, um das abzudichten, aus welchem Grund auch immer. Schrauben noch drin. So, Anschlüsse für das Frontpanel, für USB und Powerbutton. USB 3.0 Anschluss nochmal. So, der Reiserkabel ist dazu. Das braucht ihr ja auch nicht nutzen, weil das ist Morx. Das hatte ich damals schon mal getestet. Das ist Humbug. Hier das Glas auch raus. Man bekommt auch ein Full ATX Netzteil rein, das verbaue ich auch gleich. Oder ansonsten, wenn man Platz braucht, ein SFX Netzteil. Das ist der Anschluss fürs Netzteil. Wird hier unten rangesteckt. Machen wir gleich. Ein wirklich weiterer Pluspunkt an Gehäuse ist, also erstens ist es komplett aus Aluminium und zweitens alles, es ist keine einzige Niete, es ist wirklich verschraubt, man kann es aufschrauben. Vorne in der Front, die kriegt man auch ab und da ist noch mal Platz für eine 2,5er HDD, wer es benötigt. Und ansonsten, wie gesagt, ein Gehäuse, also mehr brauchen wir nicht. Ich muss ja mal das Reiserkabel hier rausnehmen, das brauche ich nämlich nicht. Ist wirklich Morgs, das ist dabei, okay, also für den Preis, wie gesagt, selbst für 100 Euro ist es okay, 110 Euro ist es absolut okay, aber Reiserkabel, nee, das ist wirklich, ich sag's so wie es ist, ist für die Tonne. Das ATX-Netzteil haue ich hier rein, das ist ein Full-ATX-Netzteil, das ist für ein Fractal-Design, das Iron Plus 860p, also 860 Watt, ist ein bisschen jetzt überdimensiert, aber das habe ich gerade mal hier. Und beim Full-ATX-Netzteil ist es halt natürlich vorteilhaft, wenn es modular ist. Wenn man nicht viel Anschlusskabel braucht. Ich brauche nur die beiden, mehr brauche ich nicht. Mainboard hatte ich ja vor ein paar Tagen getestet, was da nicht funktioniert, was zurückging. Ich habe dann jetzt doch die ganz günstigste Variante genommen, das B650i AX von Gigabyte. Hat das, was ich mindestens brauche, das ist Wireless LAN. Und das hat's. Und zwar nur ein Steckplatz für eine M2, aber das reicht eigentlich auch vollkommen aus. Zubehör ist wirklich rar. Dann haben wir eine Schraube für M2. Die Slotblende. Und ein SRTA-Kabel, das brauchen wir nicht. Und das ist natürlich dann ohne Kabel, die Antenne. Mhm. Machen wir gleich mal die CPU rein. Ja, sieht noch gut aus. Sehr schön. So, Arbeitsspeicher. Was jetzt hier interessant ist, ich muss hier nichts abschrauben für die M2. Und zwar kommt die nämlich nur hier an. Falsch rum. Aha. Die wäre jetzt hier dran.
oben drüber ein Kühler für die M2. Zumindest ist es eine PCI Express 3.0 M2. Da die braucht keinen wirklichen Kühler. Aber jetzt brauche ich die Schraube, die ich gerade hatte. Die hätten dann die Schraube natürlich nicht in die Tüte lassen können. Einfach reinschrauben, die Schraube, und dann dreht man sie sich raus. Aber natürlich ist hier mit Tüte. Für alle diejenigen, die Plastik sammeln. Das war schon fantastisch. Mehr ist nicht. Hier muss die Blende rein. Das bin ich auch nicht mal gewohnt, hier so eine Blende rein zu klatschen. Die guten alten Zeiten mit der Blende. Und bevor das mir mal hier rein kann, muss ich noch die Klammern ab. Weil die brauche ich nicht. So, das kann man jetzt hier auch noch ein bisschen befestigen mit dem Kabelbinder. Das Kabel. Ansonsten, wie gesagt, zwei Kabel nur drin. Einmal für CPU, 12 Volt, ATX. Und einmal die 64-Pin-ATX. Das war's. Mehr brauche ich ja ein Kabel nicht. Und deswegen kann ich auch bedenkenlos ein Full-ATX-Netzteil verbauen. Und wie gesagt, ansonsten ein SFX-Netzteil, das gibt es hierher bloß. Und dann für denjenigen, der mehr Platz braucht. Hauen wir mal schnell den CPU-Killer drauf und einen Probelauf starten. Ich habe wirklich nur einen kleinen Klecks Wärmeleitpaste drauf gemacht. Groß wie eine Erbse. Das reicht vollkommen aus. Man muss die nicht irgendwie verteilen. Etc. Und durch den Anpressdruck beim Verschrauben des Kühlers verteilt sich die Paste sowieso gleichmäßig. Ich habe jetzt nur den Kühler nur ganz leicht angedrückt und man sieht ja schon hier, verteilt sich durch den großen Anpressdruck. Und da ich ja Federn verwende, habe ich einen gleichmäßigen Anpressdruck und das verteilt sich auch gleichmäßig. Also ich habe da nie Probleme gehabt. Von daher, wie gesagt, also ihr müsst da nichts mit dem Schraubendreher verteilen, mit dem Spatel verteilen. Bei der GPU mache ich das, wenn ich eine Grafikkarte umbaue auf Wasserkühlung, aber bei einer CPU, nee, brauche ich, also Humbug. Mit den Schnellverschlusskupplung, das lasse ich erstmal so, ist ja wirklich erstmal so ein Testen, weil ich brauche noch Hardtubes, die gehen dann hier hoch, hier unten runter und dann gut. Da war er weg, mein Gumminippel. Und hier runter. Und dann entweder gleich hier raus oder eine interne Pumpe. Da werden wir schauen. F2 Advanced Mode. 57 Grad, CPU 54 Grad, 53 Grad. Ich schalte die Pumpe an. Die habe ich jetzt aktuell noch extern über das Netzteil. Pumpe läuft. Temperatur gleich wieder runter. So, wir lassen alles Auto erstmal. Expo brauche ich jetzt auch erstmal nicht. Und die Kiste rennt. So, Display Settings. 3840 x 1600. So, Advanced Display Settings. 144 Hertz. Variable Reflexrate 48 bis 144 Hertz. 10 Bit. Farbtiefe passt gut. Warum nicht gleich so? Ja, okay. So kann ich erstmal wieder runterfahren. Shut down. Die Schnellverbindung, die kommen ja ab, weil ich kriege die Scheibe nicht ran. Ich weiß noch nicht genau, ob ich was für Typs ich nehme, wenn ich jetzt einen Schlauch nehme. Wie zum Beispiel den Schlauch, wenn ich den zu stark von der Seite biege, kann er mir oben abknicken. Deswegen werde ich Hardtubes verwenden. Da weiß ich nicht, ob ich Kupfer nehme oder ich aus Acryl. Das werde ich sehen. Acryl wäre wahrscheinlich ein Vorteil, weil ich die enger biegen kann. Kupfer kann ich nur, also habe ich jetzt nur die Möglichkeit, sie kalt zu biegen und da kriege ich den Radius nicht so eng. Als wie wenn ich jetzt Acryltubes nehme, da kann ich einen sehr engen Radius biegen. Da werde ich schauen, mal gucken. Aber das kommt alles noch. Wie gesagt, und entweder gehen die gleich rein oder ich mache hier eine Pumpe mit Distroblade. Aber das werde ich sehen. Eigentlich sieht es aus, war wie ein Hase mit zwei Ohren. Hoppli, hoppli, hopp. So, ja. Wie gesagt, der Rest kommt nächste Woche. Ich muss gucken. Ich muss das mal messen.
wie das passt mit den Hardtubes. So, jetzt habe ich hier nochmal schnell eine Probebiegung gemacht. Das ist einfach ein Stück Restkupfer, was ich hatte. Da habe ich jetzt einen Bogen gemacht. Das ist der engste Radius, den ich kalt biegen kann. Ansonsten noch enger würde er abknicken. Und hier sieht es wenigstens gleichmäßig aus, wie ja, heiß gezogen oder heiß gebogen. Und dann habe ich mir das nämlich so vorgestellt, dass ich dann rumgehe zum Kühler. Und dann hier bis hier rein. Also hier mache ich dann, wenn es länger ist, hier nochmal einen Bogen bis hier ran. Ist halt ein bisschen kompliziert, muss ich auch wirklich genau messen. Oder bis so das so geht. Aber da werde ich sehen. Wie gesagt, mit externer Pumpe etc. Oder interner Pumpe mit Distro. Da werde ich gucken. Ist noch nicht alles da. Gut. Mit hier ist noch beschichtet mit Nickel oder Kobalt. Von mir ist auch Gold. Sieht es gleich nochmal ein bisschen besser aus. Aber da werde ich sehen. Das kommt erst alles nächste Woche. Ich brauche da, ich muss da mal genau schauen. Liegt da sie nach allerdings oder zweimal kaufe, muss ja auch nicht sein. So, dann war es das heute kurz von meiner Seite. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.